Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir entfernen heute diese komischen, hässlichen Decals. Wenn ihr Sticker entfernen wollt von einem Auto oder auch so Decals wie ich jetzt hier von unserem Van, dann seid ihr hier genau richtig, weil ich zeige euch eine Methode, die super einfach ist, keine besonderen Mittel erfordert und auch günstig ist. Ja, ich zeige euch einmal schon mal mein Vorher-Nachher-Ergebnis. Hier sind die Sticker noch drauf. Und auf der anderen Seite habe ich die schon abgemacht. Und auf der Vorderseite, also auf der Motorhaube, habe ich auch schon angefangen damit. Weil das dauert tatsächlich ein bisschen. Es ist nicht von jetzt auf gleich erledigt, wenn man das schön haben will. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Eigentlich ist es wirklich nicht so kompliziert. Zuerst erhitzt ihr den Sticker mit einem Föhn, damit sich der Aufkleber leichter lösen lässt. Das heißt, der Kleber, der wird dann warm, wieder ein bisschen flüssiger. Und es lässt sich dann relativ easy tatsächlich einfach der Aufkleber abziehen. An den Stellen, wo es dann wieder hakelig wird, da werdet ihr merken, dass man da wieder mit dem Föhn dran muss. Ich habe einen ganz normalen, haushaltsüblichen Föhn genommen. Es gibt ja auch diese Hitzeföhne, diese für Bauarbeiter und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wie die heißen, aber den habe ich halt nicht. Also habe ich einen ganz normalen Föhn benutzt. Im Anschluss kann man dann einfach das Ganze easy abziehen. Ich habe es einfach mit den Fingern machen können. Nichtsdestotrotz habe ich mir einen Schaber besorgt, mit dem man keine Kratzer machen kann. Der ist für empfindliche Oberflächen. Der hat vorne so eine weiche Plastikkante und der ist einfach für empfindliche Oberflächen, um Sachen auch zu reinigen und sowas. Dann kann man, wenn man möchte und das noch nicht perfekt abgezogen ist, mit einfach ein bisschen WD-40 den Aufkleber sozusagen wie auflösen. Ich habe dieses Tutorial aus einem anderen Video gefunden, den kann ich euch gerne mal verlinken hier unten in der Videobeschreibung. Ist allerdings auf Englisch und der hat es einfach ja, super easy gemacht und das dachte ich, probiere ich einfach auch mal aus. Und genau so ist auch unsere Methode. Das heißt einfach ein Schaber, natürlich ein Lappen und sowas, ne? Ein Föhn und WD-40, um das Ganze aufzulösen. Aber wir machen jetzt gemeinsam hier mal die Seite weiter und gucken mal, ob wir die ganze Seite heute clean bekommen. Ja, fangen wir jetzt mal hier an der Kante an, weil die ist eh kleiner. Hier kann man leichter reingreifen. Ich denke, das ist ganz gut. Und tatsächlich beim ersten Versuch habe ich das einfach nur mit den Fingerspitzen, also mit den Fingern abgemacht. Man kann natürlich auch direkt mit dem Schaber drunter gehen, aber muss man theoretisch eigentlich nicht. Das Ding ist, der Föhn muss halt theoretisch erstmal ein bisschen warm werden. Aber jetzt merkt man schon hier, guck mal, das löst sich schon. Jetzt merkt man hier war jetzt zu viel Widerstand noch, ne? Das heißt, da ist der Kleber wahrscheinlich einfach noch nicht heiß genug. Stück, ne? Das merke ich schon, es wird wieder schwieriger. Das heißt, ich mache wieder ein bisschen warm. So, provisorisch hier. Irgendwann hat man so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür, ab wann es dann gut ist. Zack, fast rückstandslos. Kleines Stückchen hier haben wir noch. Und für sowas Kleines jetzt zum Beispiel, da hilft einfach extrem dieser kleine Schaber, finde ich. Wenn man dann einfach hier so ein bisschen drunter kommt, zack, ist der ab. Jetzt haben wir hier allerdings natürlich relativ viele Rückstände, weil es viel Sticker war. Und ich zoome euch jetzt ein bisschen näher dran, damit ihr einmal seht, wie sich das dann verhält, wenn man da WD-40 drauf macht. Ich habe so eine Socke, eine alte genommen, mit der ich die Hand so ein bisschen besseres Gefühl habe, dann nicht so feste kratzen muss und so. Ich zeige es euch einfach vom Namen.
Hier besagte Socke. Ja, und man sieht jetzt hier schon diese Oberfläche, ne? Und wenn wir jetzt einfach hier drüber gehen, also auf den anderen sah das ähnlich aus. Jetzt einfach hier so ein bisschen, dann löst sich das Stück für Stück auf. Das ist allerdings tatsächlich die unbefriedigendste Arbeit von allem. Der Rest ist eigentlich cool. Macht sogar ein bisschen Spaß. Und ich drücke jetzt nicht mal feste, ne? Also das ist ganz entspannt tatsächlich. Ja, dann nimmt man zum Beispiel mal zwischendurch so einen sauberen Lappen. Wischt das so ein bisschen sauber. Bei so großen Flächen ist es jetzt echt spannend. Da sind echt viele Rückstände. Das braucht einfach so seine Zeit. Ich zeige euch jetzt gleich, wenn das hier fertig ist, einmal, wie man diese Ränder, also es gibt ja dann immer hier die Ränder, die hier am Rand sind, ne? Die sind immer besonders tricky. Und wie ich die mache, dafür nutze ich nämlich den Schaber. So, ich zeige euch einmal hier diese Ränder. Da kriegt man halt super gut mit dem Schaber das weg. Sondern von allen Seiten. Das ist ja eigentlich irgendwie nur Dreck. Kleberückstände. Und man spürt halt mit diesem Schaber auch diesen Hubbel. Aber auch für den Rest hier, ne? Geht das alles ein Ticken einfacher. Wichtig ist, dass das vorher halt alles weich geworden ist. Durch das WD-40. Dann ist das tatsächlich relativ easy. Ich habe jetzt mal eben den nassen Lappen geholt. So, jetzt haben wir fast nur noch die Ränder übrig. Und so kleine Stellen. Und jetzt wird es halt spannend. Seht jetzt hier diese ganzen kleinen Überreste. Die lassen sich halt mit dem Schaber perfekt entfernen. Hier diese Ränder. Muss halt so ein bisschen Geduld mitbringen. Aber beim ersten Sticker wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, wie es richtig geht. Hat das mich übel gestresst. So, also im Groben und Ganzen ist der Sticker halt jetzt weg, ne? Das Ding ist halt, jetzt hat man natürlich die Ränder, die man clean haben möchte. Und da muss man sich dann jetzt halt ein bisschen Mühe geben. Am besten hat man zwei Leute. Wir werden am Wochenende zum Beispiel den ganzen Van machen. Dann macht zum Beispiel einer halt das Saubermachen hier, ne? Und einer macht das Abziehen. Und dann ist das ein bisschen entspannter. Ich denke, im Großen und Ganzen habe ich euch das gezeigt, wie es funktioniert. Es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Und man macht sich einfach ja, einen kleinen Spaß daraus. Es ist auch relativ befriedigend, wenn man diese Dinger abziehen kann, das am Ende clean hat. Das finde ich immer an so Arbeiten wunderschön oder auch wenn man handwerklich arbeitet, weil das habe ich in meinen anderen Jobs normalerweise nicht, dass man sofort Ergebnisse sieht. Das finde ich halt hier mega cool. Wenn ihr es ausprobieren wollt, viel Spaß, ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Und wenn ich euch helfen konnte, freut mich das, auch für andere Sticker entfernen. Ich glaube, das funktioniert einfach bei allen Stickern. Natürlich muss man immer gucken, was hat man für einen Untergrund, aber da hilft euch ja das Internet, ne? Also die Methode, um beim Auto Sticker zu entfernen, funktioniert wunderbar. Hat gut geklappt und ich freue mich auf das weitere Umstyling von unserem Mountainbike-Van. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst gerne ein Abo da. Bis dahin. Ciao, ciao.